Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Heute will ich mal was Neues ausprobieren. Ich wollte nämlich eigentlich mal Popcorn machen. Und ja, da will ich das heute mal mit euch machen und hätte mal so ein paar Fragen in dem Zug an euch. Da ich auch immer zu Anfang oder bei fast jedem Video immer mal eine PN bekomme von irgendjemand, wo er mich dann fragt, welche Kameras ich verwende oder ob ich Weitwinkel verwende oder was für Mikros ich verwende, mache ich mal jetzt am Anfang ganz was anderes. Ich schnapp mir einfach eine von meinen Kameras. Und zwar die Sony CX-11 und mit der filme ich jetzt einfach mal kurz drauf. Also als Primärkamera verwende ich hier jetzt die Sony HX100V. Das wird meine Primärkamera, in die ich hineinspreche. Als Zusatzkamera habe ich hier unten die GoPro Hero. Bei der weiß ich aber jetzt nicht so genau, ob da die Aufnahmequalität ausreicht. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das mit einschneide in das Video. Ist nur zusätzlich. Hier oben für meinen Ton, mein Zoom 2 Mikro und des Weiteren hier oben noch die Sony HDR SR12 mit einem extrem großen Weitwinkel. So, am Mann zeichne ich mit dem Sony CS10 auf, das ist mein Ansteckmikro, und als Rekorder verwende ich dieses Sony Diktiergerät, und zwar das ICD PX720. Gut, damit wäre das geklärt. Mache ich auch beim nächsten Video garantiert nicht nochmal. Und tja, legen wir einfach mal los. So, wie gesagt, ich wollte heute mal Popcorn machen oder bin sozusagen zum Popcorn machen verdonnert worden, weil wir heute Abend mal ein bisschen Film gucken wollen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich meinen Popcorn mache. Allerdings gefällt mir die Variante, wie ich meinen Popcorn mache, nicht so, weil wenn ich ins Kino gehe, schmeckt es irgendwie anders. Kann sein, dass ich vielleicht was falsch mache. Und ihr mir zuschaut, habt vielleicht bessere Ideen, wie das geht. Und könnt mir da vielleicht mal ein paar Tipps geben, so dass ich mir da auch mal was Vernünftiges zusammenbasteln kann. Also, ich brauche eigentlich hauptsächlich einen sehr großen Topf. Natürlich mit Deckel, sonst wird es ziemlich gefährlich. Einfach nur Öl, meistens Sonnenblumenöl. Jetzt hatte ich halt leider kein Sonnenblumenöl mehr und habe Rapsöl genommen dafür. Popcorn, oder mehr zu sagen Mais für Popcorn, Entschuldigung. So, dann noch etwas Zucker. Dann holen wir einfach hier raus. Zucker und eine verdammt große Schüssel. So, jetzt habe ich alles zusammen. Also heize ich jetzt erstmal meine Herdplatte vor. Volle Leistung. Stelle den Topf drauf und gebe etwas Öl hinein. Nicht zu geizig, weil da brauchen wir doch schon ein bisschen was. Das Öl lasse ich jetzt meistens so auf 120 Grad vorheizen und dann gebe ich erst mein Popcorn ein. Ich hatte es schon mal vorher eingegeben, aber irgendwie scheint das schlechter funktioniert zu haben. Kann mich aber auch irren, könnte mich ja mal aufklären. Also wie gesagt, jetzt lasse ich das Öl jetzt erstmal hier vorheizen. Schauen wir mal. So, mein Öl habe ich jetzt ungefähr auf 120 Grad. Und jetzt gebe ich mein Popcorn hinein. Ich hatte auch früher schon mal mit Butter rum experimentiert, statt Öl Butter zu verwenden, aber bei Butter verbrennt das Popcorn verdammt schnell. Das war auch nicht so toll. Obwohl ich eigentlich mal irgendwo gelesen habe, dass mit Butter das Popcorn besser wird, aber wahrscheinlich war das eine schlechte Information. So. Wenn ich jetzt das Popcorn in den Topf hineingebe, dieser Topf hat leider schon ein paar Brandwunden vom letzten Popcorn machen. Manchmal brennt dann etwas an. Versuche ich es vorsichtig hineinzuschütten und gebe nur so viel hinein, dass es den Boden gerade so bedeckt. Vielleicht noch ein paar freie Stellen. Tut man mehr hinein, hat man dann meistens so viel Popcorn im Topf, dass es rauspoppt oder den Deckel runterdrückt, das bringt es dann halt auch nicht. Also Deckel schließen und warten. Ein bisschen
schütteln. Jetzt können wir uns ja gleich mal einen Schöpflöffel holen. Finden nicht das Papier. Und da können wir dann schön rausschöpfen. Warten, warten. So, jetzt geht's langsam los. Erste Erfolge. Wenn das anfängt und poppt, versuche ich immer den Topf in Bewegung zu halten. Da ab diesem Zeitpunkt auch ganz schnell mal was unten anbrennt. Aber schauen wir mal. So, währenddessen das jetzt so einigermaßen vor sich hin poppt, schalte ich die Herdplatte meistens aus. Weil wenn die jetzt weiter mit Volldampf voranheizt, verbrennt mir dann auch sehr schnell mein Popcorn. Und die Restwärme reicht ja sowieso noch lange vor. Ist ja eine ganz normale Ceranfeldplatte und die bleiben ja ziemlich lange heiß. Mal schauen. Ja, schon das erste Teil raus. Mal gucken, wie es ist. Ja. Geht. So, jetzt hat es ziemlich aufgehört. Ein paar einzelne Körner poppen noch, aber ich nehme an, das war es ziemlich. So, jetzt schöpfe ich mir hier die Popkörner quasi einfach so raus. Hier habe ich auch schon mal probiert, einfach nur etwas Butter oder Margarine nochmal drüber zu geben. Gut, ich weiß, das wird dann natürlich nochmal fettiger, aber schmeckt halt auch besser. Ne? Wir wollen hier nicht Diät machen, wir wollen einen schönen Fernsehabend haben. Zack. Durch die Restwärme im Popcorn schmilzt das. Früher habe ich das Popcorn auch mal mit so einem Heißluftgebläse gemacht. Das war dann die fettarme Variante oder mehr sagen sogar die fettfreie Variante. Und da wurde es nur durch heiße Luft erwärmt. Allerdings, selbst wenn man das gezuckert hat, das hat absolut überhaupt nicht mehr geschmeckt. Also habe ich mich von dieser Variante verabschiedet. So, das war's. Alles draußen, bis auf ein Korn ist, oder zwei Körner liegen noch drin. Eins, zwei, drei Körner liegen noch drin, die sind nicht gepoppt. Das ist selten, dass so wenig übrig bleibt. Gut, jetzt habe ich das hier drin. Und jetzt zucker ich natürlich nach Bedarf. Da braucht man aber auch nicht zu geizig vorzugehen. Da kann man auch ordentlich drauf geben. Ich hatte es auch mal mit Süßstoff probiert, aber das war ein Reinfall. Mache ich nie wieder. Gut, Deckel drauf und schütteln. So, probieren. Das ist noch nicht süß genug. Es soll ja auch Leute geben, die es gesalzen essen. Mag ich persönlich überhaupt nicht. Ich mag Popcorn nur süß. Aber sehr süß. So. Perfekt. Gut. So mache ich Popcorn. Was mich halt jetzt ein bisschen stört, das schmeckt noch lange nicht so, wie es im Kino schmeckt. Und ich weiß auch nicht, was ich falsch mache. Irgendwas stimmt definitiv noch nicht bei meinem Rezept. Also falls da jemand von euch mal ein paar Tipps hat, wie man das anders machen kann, sodass das, weiß nicht, das ist einfach anders im Kino. Wie ich das besser hinkriegen kann, könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Am allerliebsten wäre mir an sich eine Videoantwort. Das sehe ich nämlich, wie ich es machen muss und kriege das dann auch richtig schön nachgemacht. Tja, wie gesagt, nur wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir das mal schreiben oder mal so eine Videoantwort machen. An sich war es das von meiner Seite heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.